Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar gibt es ein paar Trickster-Monster und Gookie-Monster, glaube ich, ja. Hier ist zuerst mal Trickster Bella Madonna, wie auch im Anime zu sehen war. Eine Link 4 Trickster-Karte, also Fee und Licht mit 2800 Angriff. Das ist wirklich gut. Die Linkmarke sind, wie man schon auf dem Bild sieht, ich öffne es mal vielleicht größer, links unten, ganz oben und in der Mitte rechts. Ja, Artwork, ja, sie ist schon Bella Madonna, ja, sie ist schon erwachsener. Schauen wir sie nochmal an, ja, viel erwachsener schaut die aus. Mit dieser fetten Sensor auch noch in der Hand, dann ist sie auch noch furchtbar. Okay, der Effekt ist, also braucht man zuerst mal zwei Trickster-Monsters nur. Das geht. Und man kann diesen Effekt, also den zweiten Effekt, nur einmal pro Spielzeug aktivieren. Und der erste Effekt ist, wenn diese Karte als Link-Beschwörung beschworen wird, also wenn diese Karte als diese Link-beschworene Karte auf kein anderes Monster zeigt, dann ist sie immun gegen andere Effekte. Das ist heftig, ja. Und der zweite Effekt ist, wenn diese Karte nicht auf ein Monster zeigt, das ist so wie der erste, man kann 200 Schaden, also den Gegner, zufügen für jede Trickster-Monster im Friedhof, was einen verschiedenen Namen hat, einen anderen Namen hat. Also da wäre mal die Trickster oder Lilibel gibt es ja noch. Dann, ach, ich weiß gar nicht mehr die Namen. Okay, aber bis jetzt gibt es ja dabei nur 1, 2, 3, 4, glaube ich. Das sind schon mal 800 Schaden einfach so, ja, und man ist unaffected. Aber das Blöde ist, der Marker oben, der Gegner kann ein Monster hinsetzen und dann ist der Effekt zunichte. Am besten dann mit irgendwelchen Karten, die uns diese Zone sperrt oder so. Das wäre gut. Oder natürlich in die... Na, es ist auch ein bisschen blöd. In der Main-Monster-Zone, wenn man es bringt, dann musste der Gegner ein Extra-Deck-Monster dort hinsetzen, damit auch der Effekt dann ist. Außer man bringt die in die Main-Monster-Zone in der Mitte. Dann zeigt sie ja nämlich nicht auf die gegnerische Monster-Zone. Und das einzige Problem, was sein könnte, wenn man selber ein Monster rechts daneben hinsetzt. Ich glaube, das ist eine viel bessere. Ich glaube nicht, dass es so hinüber zeigt, es ist. Obwohl es zeigt schon hinüber, es linkt nur nicht. Ah, okay, das sind so Wissenslücken von meiner Seite aus, aber egal. Die nächste Karte ist Trickster Mandrake oder Mandrake oder keine Ahnung und Trickster Hyosu oder Hensbane oder Trickster Nightshade, man weiß es nicht. Sieht schon so aus, Level 2 und Level 1. Die Level 2, also die linke, ist auch wieder ein Fee-Monster natürlich mit 0 Angriff und 1000 Verteidigung. Man kann die Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Und der erste Effekt ist, wenn diese Karte ist von der, also wenn die Karte von der Hand auf den Friedhof gesendet worden ist, man kann diese Karte als Spezialbeschwörung offen Verteidigung, aber vorbei ist, wenn es das Feld verlässt. Ja, yeah. Ich glaube, das braucht man nicht. Zweiter Effekt ist, wenn diese Karte ist. Ich kann nicht mehr lesen. Wenn die Karte auf den Friedhof gelegt wird, als Material einer Link-Beschwörung von einem Trickster-Monster, man kann dann ein Monster wählen. Welches ein Link-Monster der Gegner. Man kann ein Monster wählen, welches in einer Link-Zone ist eines anderen Monsters vom Gegner. Also wenn der Gegner ein Link-Monster beschworen hat, zum Beispiel Decotalker, und er hat ja natürlich links und links unten, rechts unten ja auch Link-Marker, und dort ist ein Monster, da darf man dann von diesen zwei da eines auswählen und zerstören. Ja. Dann Trickster Yosu Hensbane, ja keine Ahnung, Level 1, auch wieder Licht und Fee, Angriff 100, Verteidigung 0. Okay, man kann den Effekt dieser Karte auch nur einmal aktivieren. Der Effekt ist,
Diese Karte ist auf dem Friedhof gesendet als Material für eine Lichtbeschwörung für ein Trickster-Monster. Man kann es als Spezialbeschwörung vom Friedhof, aber verbannen es, wenn es das Spiel verlässt. Auch nicht so gut, für das es so schwach ist. Hoffentlich kommt noch besserer Trickster-Support. Okay, dann Goki, der Master Ogre. Ein Link, vier Monster, ebenso wie in Anime auch schon gezeigt. Gegen diesen Gentechnik-Typ da. Und ja, Link-Pfeile, wie man sieht, links unten, rechts unten, ganz unten und ganz oben. 2800 Angriff. Erdemonster, Krieger. Und braucht nur zwei Cookie-Monster. Und natürlich zwei andere, oder halt zwei Link. Oder irgend sowas halt. Der erste Effekt ist einmal pro Spielzug Quick-Effekt. Man kann eine beliebige Anzahl an Gogi-Monster, diese Karte zeigt, in die Hand zurückschicken, dann so viele offene Karten auswählen, die der Gegner kontrolliert, und die Effekte von diesen Karten bis zu Ende dieser Runde negieren. Der zweite Effekt ist, diese Karte kann alle Monster, die der Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Wenn der Gegner offene Monster kontrolliert, kann diese Karte nur das Monster auswählen mit den höchsten Angriffspunkten für einen Angriff. Ich meine, er hat 2800, also es geht schon halbwegs. Okay, dann Goki Manjilok oder Goki Ostrocic, keine Ahnung. Level 1, Erde, Krieger, Effekt Monster 0 Angriff und Verteidigung. Dann der erste Effekt ist, wenn ein gegnerisches Monster angreift, während der Damage-Kalkulation. Man kann diese Karte abwerfen und den Kampfschaden halbieren, den man eigentlich von diesem Kampf bekommen würde. Und wenn der Gegner einen Karteneffekt aktiviert, welches Effektschaden zufügt, inkludiert auch die Kampf-, also diese Damage-Step, das ist ein Quick-Effekt. Man kann diese Karte auch wieder abwerfen und das ebenfalls wieder halbieren, den Schaden. Und wenn diese Karte ist, wird, also wenn diese Karte auf den Friedhof gesendet wird, also vom Feld auf den Friedhof, man kann dann eine Goki-Karte von Deck in die Hand nehmen, außer Goki Manjilok. Also man kann ihn ja auch für eine Link-Beschwörung benutzen und den Effekt dann aktivieren. Gut, dann gibt es noch Cookie Hugbear. Ist wahrscheinlich das Monster hier mit Level 6. Erdemonster, Angriff 2400, 0 Verteidigung. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschwört oder als Spezialbeschwörung bei einem Cookie-Effekt, man kann ein offenes Monster als Gegner kontrolliert. Die ATK werden zur Hälfte der originalen ATK bis zu Ende dieser Runde. Der zweite Effekt ist, wenn diese Karte ist vom Feld auf dem Friedhof, wenn die Karte vom Feld auf dem Friedhof landet, dann kann man eine Goki-Karte vom Deck in die Hand holen, außer Goki Hackbär. Das ist schon immer gut, diese Effekte, dass man immer was holen kann. Dann gibt es noch die normale Zauberkarte, Goki Face Turn. Man kann nur eine Karte mit diesem Namen einmal pro Spielzug aktivieren, und der Effekt ist, wähle eine Goki-Karte, die man kontrolliert, und ein Goki-Monster im Friedhof. Zerstöre das erste Ziel und wenn man das tut, Spezialbeschwörung, das zweite Ziel vom Friedhof. Auch nicht so schlecht, nicht so schlecht. Und was es aber noch gibt, es gibt noch einen Trickster, und zwar das hier. Trickster Karobane. Also man glaubt, es heißt so. Okay, mit Licht Level 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Angriff 2000, 1000 Verteidigung. Ersten, zweiten Effekt kann man einmal per Spielzeug aktivieren. Ja. Erster Effekt ist, wenn man keine Monster kontrolliert oder alle Monster sind Textermonster, man kann diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand. Okay, das ist schon gut. Und am Beginn der Damage Step, bevor die Kampfkalkulation, Damage Calculation, ist, wenn ein Trickster-Monster, was man kontrolliert, kämpft gegen ein anderes Monster, man kann diese Karte von der Hand auf den Friedhof schicken. Das Monster, was man kontrolliert, bekommt Angriff gleich seiner originalen Angriff bis zu Ende des Zuges. Also entweder, wenn man die 1800er hat, dann 2x1800, 1600, 2x1600, Lilibel, 16.600 geht,
das würde ich nicht einsetzen dafür. Und die anderen Trickster-Karten, nein, höchstens für die Link-Monster, weil dann zahlt sich auch so wirklich aus. Oder für es selber, also das geht auch. Ja, das war es jetzt wirklich mit den ganzen Goku- und Trickster-Monstern und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.